An 5 Tagen in der Woche hetzen wir durch den Alltag, besonders morgens. Da ist an ein geruhsames, gemütliches Frühstück nicht zu denken. Ab am Samstag und Sonntag, da holen wir das Versäumte nach. Da wird ein gemütliches Frühstück nahezu andächtig zelebriert. Heute steht übrigens wieder unser Bachwanderprojekt im heimischen Teufelsgrund auf dem Programm. Diesmal begleiten uns Freunde auf der Wanderung durch den Teufelsgrund, den meine Tochter Samira und ich zu allen Jahreszeiten in Wort, Bild und Film dokumentieren. Es ist heute ein schmuddliger, feuchter, grauer Tag Mitte März. Also eine Jahreszeit, in der wir vom Winter schon längst genug haben, der Frühling aber nur schwach zu riechen ist, aber noch nichts zu sehen an Grün. Aber egal, wir sind keine Stubenhocker, auch dann nicht, wenn das Wetter draußen nur wenig einladend wirkt. Wer uns besucht, muss wetterfest gekleidet sein. Normalerweise wandern Samira und ich bei unserem Bachwanderprojekt mit Gummistiefeln direkt im Bachbett oder entlang des oft unwegsamen Ufers. Doch das wollen wir unserer Begleiterin heute nicht zumuten, denn das ist eine verdammt schlammige Angelegenheit. Stattdessen machen wir an der legendären Teufelsmühle ein kleines Picknick. Samira hat für unsere Gäste und uns einen kleinen Überraschungskuchen gebacken und in ihrem Rucksack versteckt. Dazu gibt es nun heiße Getränke aus der Thermoflasche.